Diese vier Kandidaten sind heute Abend zu uns gekommen und sie werden gleich als Team antreten, um eine Menge Geld zu gewinnen. Es gibt aber ein Problem. Es steht ihnen ein Mann gnadenlos im Weg. Der Jäger. Die Jagd beginnt. Guten Abend, herzlich willkommen bei Gefragt gejagt. Es ist uns wieder gelungen. Hier sitzen vier gut aussehende, mutige, zuversichtlich guckende Menschen, die alle sagen, ja, heute Abend werden wir den Jäger besiegen. Warum sind Sie alle so zuversichtlich? Wir fragen Sie direkt selbst. Hallo Jäger, mein Name ist Marcel Berger und ich beschäftige mich viel mit Elektrotechnik. Und heute lasse ich deine Sicherung durchbrennen. Hallo, ich heiße Birte Nagel. Ich schule und trainiere Menschen. Und die Schulung für den Jäger ist heute, wie gehe ich mit Niederlagen um? Mein Name ist Johanna Geils und in meiner Freizeit klettere ich unheimlich gerne. Deswegen rate ich dem Jäger zur Vorsicht, denn das da oben sieht nach einer ungesicherten Absturzstelle aus. Ich heiße Olufemi Smith und ich habe gegen Stefan Raab 2,5 Millionen Euro gewonnen. Da wird mir so ein Jäger auch nicht im Weg stehen. Natürlich nicht. Birte, Johanna, Olufemi und Marcel, das ist unser Team des heutigen Abends. Jedes einzelne Mitglied wird gleich erstmal zu mir kommen, in einer Schnellraterunde möglichst viel Geld schon mal für die Teamkasse erspielen, um dann mit diesem Geld in ein Duell gegen den Jäger zu gehen. Eins gegen eins. Wer gewinnt, ist im Finale. Wer verliert, fliegt raus. Und beginnen wird heute Abend Marcel. Marcel, guten Abend. Herzlich willkommen in unserer Sendung. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Geht's dir gut? Bist du nervös? Ja, natürlich bin ich ein bisschen etwas nervös, aber wird schon. Ist ganz normal, glaube ich, ne? Vor allem, wenn man als Erster da jetzt steht, so frei im Feld. Aber ich traue dir viel zu. Ich habe auch das Gefühl, dass die ganze Gruppe sehr, sehr lebhaft und sicher wirkt. Was machst du beruflich? Du studierst? Beruflich habe ich ein Abendstudium als Techniker im Maschinenbau. Ja. Mein Hauptberuf ist aber Maschinen- und Anlagenführer. Wo machst du das? Wo lebst du? Ich wohne in der Nähe von Siegen. Ja. Das sagt den meisten Leuten etwas. Der Ort heißt Bad Berleburg. A45, ja. Ja, okay. Und was hast du dir vorgenommen für die Schnellraterunde? Eine Summe, die du im Kopf 3000 hast? 3000 Euro wären ganz gut. 3000 Euro. Ja. Die spielen wir dir hin, hoffentlich. Ich lese schnell vor. Ja. Eine Minute für dich. Und ich drücke dir die Daumen. Jetzt Dankeschön. Geht's los. Welche Grundfarbe haben die Briefkästen der Deutschen Post? Gelb. In welcher Fernsehserie teilen sich Dr. Leonard Hofstetter und Dr. Sheldon Cooper eine Wohnung? The Big Bang Theory. Super. In welchem Land steht der Supercomputer Sunway Taihu Light? China. Ja, für welche Kunst ist Hans Klock bekannt? Geigen. Zauberkunst. Nach dem deutschen Buchstabieralphabet heißt es U wie? Una. Ulrich, welcher portugiesische Fußballverein hat nach 1962 alle seine 8 Europacup-Finals verloren? FC Porto. Benfica Lissabon. Wie nennt man einem Wasser wie auch auf dem Land lebendes wechselwarmes Wirbeltier? Weiter. Amphibie. Welches chemische Element ist das zweithäufigste im Weltall? Weiter. Helium. Um wie viel Uhr endet in Deutschland im Allgemeinen die gesetzliche Nachtruhe? Weiter. Um 6 Uhr. In welcher Stadt eröffnete der Unternehmer Carl Zeiss 1846 seinen ersten Laden? Regensburg. Jena. Im japanischen Währungssystem entspricht ein Yen 100? Dollar. Zen. Auf welches Gleis schiebt man jemanden metaphorisch, um ihn seines Einflusses zu berauben? Abschiebegleis. Abstellgleis. 1500. Nein. Kann es sein, dass es die ersten drei waren gleich? Ja. Oder? Es ging so gut los, ne? Ja. Dann dachte ich so, der Junge ist unterwegs, dann wurde es ein bisschen hakelig, aber das Beste ist, ist es ist vorbei und vor allem, wer als Erster sich hier hinstellt, der hat schon mal noch ein bisschen mehr Respekt verdient. Jetzt wollen wir gucken, gegen wen ihr spielt heute Abend. Ja. Wollen wir sie mal durchgehen? Ja? Ist ja doch von Interesse meistens. Ist es heute Abend der Quizgott. Sebastian Jacobi, er ist verbindlich, er ist bescheiden und er ist leider sorgfältig wie die Mafia. Oder ist es der Besserwisser, Sebastian Klussmann? Er ist jung, er ist sehr smart und er ist sehr, sehr hungrig. Ist es der Bibliothekar, Klaus-Otto Nagorsnik? Er ist gemütlich, er ist gebildet und er ist unnachgiebig wie Beton. Oder ist es der Gigant Holger Waldenberger, klug, charmant und entgegenkommend? Ungefähr so wie eine Abrissbirne. Wen würdest du gerne? Jacobi. Jacobi? Mhm. Oh, guck mal, du wolltest 3000, du wolltest Jacobi. Mal sehen, ob wir dir jetzt was erfüllen können. Hier kommt der Jäger. Herr Klussmann, guten Abend. Guten Abend, Herr Bommes. Ich freue mich, Sie zu sehen. Marcel hatte sich erst 3000 Euro gewünscht und dann Jacobi. Ist noch nicht so sein Abend. Sieht so aus. Marcel, Sebastian Klussmann.
Etwas unfair, ja. Gerne bekannt. 1500 Euro, das ist deine Position, von der du starten kannst, wenn du möchtest. Du siehst, du hast einen Vorsprung auf den Jäger, kommst mit richtigen Antworten hier die Treppe runter, kannst den Vorsprung vergrößern, freiwillig, das kostet dich. Du kannst ihn aber auch freiwillig verkleinern, wenn du sagst, ha, Klusmann, den schlage ich doch mal eben schnell aus dem Weg hier. Was bieten Sie denn an? Herr Jacobi. Ja. Sind Sie Herr Jakob? Nee. Nein. Nee. Marcel, falls Sie tatsächlich einen Schritt zurückgehen wollen, blieben noch 500 Euro. Mhm. Die Zockervariante würde Ihnen aber 10.000 Euro bringen. Geht gleich fünfstellig los, oben rum heute. Wie du dich holst, ja. Also ich bleib bei den 1.500. Okay, es wirkte, als trauten Sie es dir alle zu, aber 1.500 erstmal ein bisschen... Sagte, wir brauchen dich auch im Finale bestimmt, genau. Das ist okay. Dann wollen wir loslegen. Herr Klusmann, mit allem Respekt, ich hoffe, dass Sie heute mal richtig schön einen draufkriegen. Die Jagd beginnt. Marcel, auf geht's. Ich drücke dir die Daumen. Erste Frage ist diese. Was gehört zum typischen Outfit von Udo Lindenberg? A. Grüne Socken, B. Rote Schuhe oder C. Weiße Krawatte? Das ist eine schöne erste Frage. Was hast du genommen? Grüne Socken. Weil du es weißt? Oder? Nein. Okay. Ist eigentlich auch egal. Warum? Ist grüne Socken richtig? Sehr gut. Was sagt der Jäger? Oh, schöner Start. Ich habe noch nie auf die Socken geguckt. Können wir noch mal mit den 10.000 hier irgendwie verhandeln? Sehr gut. Guck mal, drei Patzer frei statt zwei. Gleich weiter, Marcel. Nächste Frage. Was war früher eine Bezeichnung für Nachkommen von Eltern unterschiedlicher Stände? A. Mustard, B. Bastard, C. Gerhard. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe B, Bastard, gewählt. Ja, ich wäre auch auf B gegangen. Was ist die richtige Antwort? Nicht, dass das ein Gradmesser ist, aber... Gut. Herrlich. Ich mag diese Zweifarbigkeit, wenn sie sich im blau-türkisen Bereich bewegt. Kriegen wir vielleicht mal eine Runde ganz ohne Rot. Das wär's. Was sagt der Jäger? Ah, da ist er. Ja, gut. Ja. Nächste Frage kommt. Du brauchst nur noch drei. Der erste Web... Nee, der erste Webserver der Geschichte hatte den Domainnamen A. World Wide Web, net, MIT.com oder C. infocern.ch. Ich finde es sehr freundlich, wie ihr mein Vorlesen klaglos ausgehalten habt. Was hast du genommen? Ich habe A. World Wide Web genommen. Okay, ist das die richtige Antwort? Nö. Ist es nicht. Was sagt der Jäger? Ja, das hat der Tim Berners-Lee am CERN entwickelt. Und daher ist auch der erste Webserver dort, also den und Namen gehabt. CH ist? Ja, Schweiz. Ja. Schweiz am CERN, ja. An dem Institut, beziehungsweise an dem Forschungsinstitut dort. Hier kommt die nächste Frage. Weiterhin hast du alles in deiner Hand, Marcel. Keine Sorge. Der Erfinder des selbstbelüfteten hydraulischen Widders heißt wie A. Muppet, B. Schlumpf oder C. Teletubby. Was hast du genommen? Ich habe A. Muppet gewählt. Muppet. Der Widder-Erfinder, der selbstbelüftete hydraulische. Wie hieß er? Schlumpf. Was sagt der Jäger? Schlumpf. Haben Sie das gewusst? Standardwissen. Natürlich. Wissen Sie, was der selbstbelüftete hydraulische Widder ist? Natürlich. Sagen Sie es mir? Nein. Okay. Lässt uns so unwissend hier nächste zurück. Frage kommt. So, ab jetzt wieder richtig, bitte. Ja? Es wird ein bisschen enger hier. Was hat so mancher im Bücherregal stehen? A. Stinkende Käse, B. Frische Salami, C. Alte Schinken. Okay. Wir sind doch bei gefragt gejagt, oder? Manchmal gibt es auch sowas hier. Was hast du genommen? Alte Schinken. C, bitte macht es grün. Danke. Kam aber zum rechten Zeitpunkt gerade, ne? Ja, das war so eine Aufbaufrage. Ja, total. Sehr gut. Zwei brauchst du noch. Was sagt der Jäger? Gut.
Nächste Frage kommt. Zwei brauchen wir noch, dann haben wir das erste Duell durch. Wer formulierte den Satz Dosis sola facit venenum? Allein die Dosis macht das Gift. A. Sokrates, B. Paracelsus, C. Todor Schiffkopf. Ich konnte mich nicht entscheiden, habe jetzt Paracelsus genommen. Konntest du nicht entscheiden? Nee, zwischen Sokrates und... Ach so, A oder B, hast du gedacht? Was ist die richtige Antwort? Wir brauchen B. Es wird jetzt sehr wichtig hier. Es ist Endspurtphase. Gut. Super, Marcel. Was sagt der Jäger? Ich bin gefreut bei der Frage. Ich habe es gestern noch gelesen, aber genutzt hat es mir auch nichts. Wirklich wahr? Ja, tatsächlich. Echt? Nächste Frage, hoffentlich die letzte. Vor welcher Schlange sollten sich Vögel in Acht nehmen? A. Entenbeißer, B. Hühnerfresser, C. Gänsespachtler. Boah. C ausgeschlossen? Oder was hast du genommen? Noch nie gehört C. Nee, deshalb dachte ich, deswegen so Hühnerfresser, klar. Wenn der Hühnerfresser Vögel frisst und eine Schlange ist, dann ist Marcel im Finale und dann haben wir den Schub für die ganze Gruppe. Birte will schon endlich los hier. Sehr gut, gut gemacht. Ab mit dir. Ja, ersten 1500 haben wir. Birte, komm. Sehr gut. Hallo Birte, jetzt wir beide. Das ist doch alles schon mal gut bislang. Das sieht sehr gut aus. Hätte ein bisschen mehr Kohle sein können gleich so für den Beginn, aber Hauptsache erstmal ein Finalisten, ne? Genau. So gut, ja. Wie geht's dir? Bist du vorfreudig oder eher? Vorfreudig, ein bisschen aufgeregt, na klar. Ja, das ist aber eigentlich die genau richtige Mischung. Wo kommst du her? Wo lebst du? Ich lebe in Waren an der Müritz. Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern. Schöne Ecke, ne? Schöne Ecke, ja. Ja. Viel Natur. Was sind so die Wissensgebiete, bei denen du hier aufschriest vor Freude, wenn sie kommen? Essen und Trinken. Okay. Aus beruflichen Gründen eben auch. Und dann eben, ja, berufliche alles, was Gründe? Natur Erklär, und Tier warum ist. Essen und Trinken? Ich berate Hotels und Gaststätten. Ach so. Und kenne mich da natürlich auch gut aus. Trinke auch gerne mal ein Weinchen und mache da aber auch diverse Schulungen dann drüber. Also ja, alles berufsbedingt. Nachher Champagner, würde ich sagen, heute Abend, ne? Oder? Wenn das gerne, hier wenn hinhaut. Das klappt, ja. Wenn nicht, auch. Also mir ist egal. Aber lieber mit Geld. Wollen wir losspielen? Ja. Eine Minute für dich. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann startet deine Zeit jetzt. Eins der bekanntesten Werke von Max Frisch ist Homo. Faber. Welches Musikinstrument ist nach dem altgriechischen Schutzgott der Hirten benannt? Weiter. Panflöte. Wie viele Zähne hat ein ausgewachsener Hund? 24. 42. Wer einen Pakt mit dem Teufel schließt, verkauft meist seine? Seele. Wie nennt man einen Hexaeder, welches bei vielen Brettspielen zum Einsatz kommt? Achteck. Würfel. Welche Farbe haben die Blüten der Kaffeeart Arabica? Weiß. Wie lautet der englische Ausdruck für einen PKW mit offener Ladefläche? Pickup? Ja, laut Merck-Spruch hat in Versailles 1871 unverdrossen wer das Deutsche Reich beschlossen? Weiter. Bismarck. Hinze und Kunz sind die Kurzformen der Vornamen Heinrich und? Konrad. Ja, mit welchem Fuß macht der Herr beim Foxtrott den ersten Schritt? Links. Ja, welche Schwalbe brütet in den Nordpolarregionen und überwintert in den Südpolarregionen? Weiter. Küstenseeschwalbe. Die Käsespezialität Oberstdorf kommt laut EU-Verordnung immer aus welchem Bundesland? Bayern. Ja, in welchem Land spielt der Woody Allen-Film To Rome with Love? USA. Italien. Zu welchem Facharzt geht man für gewöhnlich, wenn man ein Furunkel hat? Zum Hautarzt. 3,5. Okay. Gut, oder? Zufrieden? Ja, ich bin sehr zufrieden. Das ist gut. Also mehr, als ich mir vorgenommen habe. Das ist doch schön. Dann nimm die Zufriedenheit jetzt mit ins Duell. Hier kommt der Jäger. Klussmann, zweites Duell. Herzlich willkommen. Birte ist die Gegnerin. Guten Abend, Birte. Guten Abend, Herr Klussmann. Was bieten Sie denn? 3.500 Euro liegen zum Mitspielen. Für die Gastronomie-Expertin Sekt oder Selters, die Selters-Variante, 1.500 Euro. Na ja. Gnädig. Ja, aber die Champagner-Variante, 15.000 Euro. Gut, der baut langsam auf. Bei dir waren es 10, glaube ich, ne? Jetzt 15. Ich würde bleiben. Ich gehe mal auf die 3,5. Ja. Gut, dann wären wir schon bei glatt 5 und dann kommen die. Ja, machen wir so. Jetzt machen wir Schritt für Schritt. Ich wünsche dir viel Spaß. Macht Spaß, ihn zu schlagen. Die Jagd beginnt. Erste Frage kommt. Wie heißt eine Märchenfigur der Gebrüder Grimm? A.
Haifisch Schnapp, B. Panther Pack oder C. Vogel Greif? Ja, was hast du genommen? C. C, was ist die richtige Antwort? Ja. Jetzt checke ich es erst. Schnapp, Pack, Greif. Ja. Noch nicht verstanden, Herr Klussmann? Doch, jetzt schon. Schnappen, packen, greifen. Ja? Ja? Ich schalte mal beim Märchen ab. Ach so, echt jetzt? Ja. Okay. Was sagt der Jäger? Erster Schritt auf jeden Fall für Birte. Und auch für Herrn Klussmann. Zweite Frage kommt. Welche türkische Stadt nennt sich Perle der Ägäis? A. İzmir, B. Antalya oder C. Istanbul? Was hast du genommen? Ich habe B genommen. İzmir, Antalya oder Istanbul? Du sagst Antalya. Was ist richtig? İzmir. Okay. Was sagt der Jäger? Spitzname war mir kein Begriff, aber es liegt eben an der Ägäis. Weiter geht's. Ab jetzt wieder richtig, Birte, bitte. Nächste Frage kommt. George Bernard Shaw schrieb, das größte Übel und das schlimmste Verbrechen ist A. Armut, B. Krieg oder C. Nationalstolz. Der Sebastian Klussmann ist ein ausgewiesener Freund von diesen Zitatfragen. Die hasst er wie die Pest. Ich freue mich jedes Mal, wenn eine kommt. Was hast du genommen? Das ist wichtig jetzt. Ich habe B genommen. Krieg. Was ist die richtige Antwort? Armut, ja. Was sagt der Jäger? Oh, habe ich meines Erachtens schon mal gehört. Ja. Es klang so sehr, sehr nah. Na gut, jetzt ist er da, Birte. Ja. Was dich auf jeden Fall schon mal komplett bestätigt, dass du nicht die 15.000 genommen hast. Die wären jetzt weg. Also hast du das völlig richtig entschieden. Und das gibt dir jetzt bitte den Schub für die nächsten vier richtigen Antworten. Hier kommt die erste davon, die du jetzt gibst. Was war bis 1806 die wichtigste Gesetzessammlung zur Verfassung des Heiligen Römischen Reiches? A. Goldene Bulle, B. Silberne Rüde oder C. Bronzene Erpel? Okay. Was hast du genommen? Doch, hier habe ich geraten und habe A geraten. Die Goldene Bulle. Ja, das ist gut, glaube ich. Was ist die richtige Antwort? Aber, Herr Klussmann, sehr kreative Antwortmöglichkeiten. Ja, ja. Ne? Also, die silberne Rüde hatte ich nicht in Geschichte LK. Was sagt der Jäger? Sehr gut. Sehr gut. Nur noch drei. Hörte jetzt richtig auf diese Frage. In welchem Schloss nördlich von Dresden kann man das berühmte Federzimmer bestaunen? A. Maxfestung, B. Boltekastell oder C. Moritzburg? Was hast du genommen? C. Die Moritzburg. Was ist die richtige Antwort? Bleibt Birte im Spiel? Ja. So. Was sagt der Jäger? Auch. Wieder richtig jetzt bitte. Welches Land trägt seinen Namen offiziell erst seit 2016? A. Ungarn, B. Serbien oder C. Tschechien? Boah, ja. Was hast du genommen? Ich habe B genommen, Serbien. Wenn Serbien richtig ist, ist alles gut. Es ist Tschechien. Was sagt der Jäger? Ja, schade. Grüße nach Wara. Danke fürs Kommen, Birte. Alles Gute. Johanna, komm, machen wir gleich wieder gut. Johanna, herzlich willkommen. Hätte gerne ein paar Minuten später mit dir hier gestanden. Ich dachte, Birte kommt durch. Irgendwie war so mein Gefühl. Aber waren echt schwere Fragen. Also wärst du durchgekommen durch die Runden denn bislang? Ich glaub nicht. Also ich habe ein bisschen Angst, aber schauen wir mal. Nein, brauchst nicht zu haben. Jetzt kommt ja erstmal hier die Schnellraterunde, da ist ja auf jeden Fall was dabei. Das ist die Schlimmste. Nein, findest du? Ja. Ja, weil man nicht mitlesen kann und nur so. Ja, gut, hört man immer wieder. Kann ich auch verstehen. Aber wenigstens warst du nicht Erster, das hat Marcel erledigt. Erzähl mir kurz über das Bergsteigen. Machst du das beruflich oder ist es ein Nein, Hobby? Oder? Nein, also erst seit letztem Jahr. Ich habe ein halbes Jahr im Hochseilgarten am Bodensee gearbeitet und bin dadurch so ein bisschen ans Klettern gekommen. Aber Norddeutschland ist natürlich auch kein so guter Standpunkt fürs Klettern. Du klingst auch nicht so süddeutsch. Du lebst in Norddeutschland? Oder? Ich komme aus Bremen, genau. Also lebe da jetzt seit ein paar Jahren, ursprünglich aus einem ganz kleinen Dorf in Niedersachsen. Ja.
Mal gucken, was wir für dich haben hier. Eine Minute. Ja. Gib mir mal viele richtige. Ich hätte mal Lust auf 5000er-Club jetzt wieder. Ja. Aber wenn nicht, dann regeln wir es gleich da am Tisch mit Herrn Klussmann. Die Zeit für Johanna startet jetzt. Welcher Tom ließ sich 2001 von seiner Ehefrau Nicole Kidman scheiden? Tom Cruise. Bekreuzigt sich ein Katholik beim Betreten der Kirche? Berührt seine Hand welchen Körperteil zuletzt? Die Brust. Die Schulter. Welche Ratte ist bibliophil? Weiter. Die Leseratte. Welcher englische Begriff für eine Hitliste ist auch im Deutschen üblich? Charts. Ja. Welche Deutsche konnte nach Steffi Graf wieder ein Grand-Slam-Turnier im Einzel gewinnen? Konnikova. Angelique Kerber. Eine Pomeranze ist eine Kreuzung aus Mandarine und? Zitrone. Pampelmuse. Was wird am Ende des gleichnamigen Bilderbuchs aus der kleinen Raupe Nimmersatt? Ein Schmetterling. Ja. Wer wurde durch seinen ersten großen Roman Fiesta von 1926 Weiter. Bekannt? Hemingway. Welches Tier steht als Denkmal vor der Burg Dankwaderode? Fuchs. Braunschweiger Weiter. Löwe. Mit welchem Regisseur ist Claudia Schiffer verheiratet? Weiter. Matthew Vaughn. Wer spielt im Spionagefilm Verräter wie wir den britischen Akademiker Perry Makepeace? Weiter. Ewan McGregor. Wenn etwas kaputt ist, dann ist es redensartlich in welchem Gefäß? Weiter. Im Eimer. 1500. Mensch, du, wenn die Konnikova eine Deutsche wäre, dann hätte ich sie möglicherweise schon mal kennengelernt irgendwie bei einer Sportberichterstattung. Das ist der Zeitdruck, ja, dann kommen irgendwelche Namen in den Kopf. Kavi Kerber, genau. Ja, und dann, ja. So, 1500, das steht hier schon, deshalb überleg dir mal, ob wir nicht mal hier irgendwas Unmoralisches annehmen gleich. Aber ein paar Sekunden sind noch, hier kommt der Jäger. So, jetzt... Herr Klussmann, ich begrüße Sie offiziell zur dritten Runde und Sie haben das Vergnügen, Johanna Geils kennenzulernen aus Bremen. Guten Abend, Johanna. Guten Abend. Und ich hoffe, dass Sie anständige Angebote machen. Die 1500 entsprechen nicht so richtig Ihrer Zufriedenheit und auch nicht so richtig Ihrer Spielstärke, glaube ich. Dann kommt ja vermutlich auch das untere Angebot nicht für Sie in Frage, aber wenn Sie mal mit der ganzen Familie in den Klettergarten gehen möchten, 150 Euro. Sie wissen ja nicht mal, wie groß Ihre Familie ist, ob das überhaupt reicht. Ja. Reicht das nicht. Reicht nicht, siehst du? Naja, vielleicht für den großen Drahtseilakt 20.000 Euro. Ich hab's befürchtet, aber auch ein bisschen gehofft. Ich trau mich nicht. Ja, dann. Ich war bis vor ein paar Monaten noch Studentin, da ist 1.500 so viel Geld. Überleg mal, wie viel 20.000 ist. Nein, ich mach das Marcel nach. 1.500. Ja? Alles bleibt an dir hängen, Olu, für mich gleich. Okay, 1.500. Aber dann holst du ja auch jetzt, okay? Ja, die Jagd beginnt. Frage 1 ist kurz. Gigi gewann Germany's Next Topmodel. Ich hoffe, das stimmt. B, bekam 9 Oscars oder flog zum Mond. Einfach denken. Oder irgendwie. GNTM ist doch Topmodel, ne? Oder? Ja, aber. So, was hast du genommen? Ich habe B genommen. Weil es ein Film ist. Oder war? Nee, ist. Ist ja noch. Ich kenne ihn nicht, also es ist geraten. Aber ich kenne auch keinen Gigi, der zum Mond geflogen ist. Gigi. Was ist die richtige Antwort? Bravo. Geht doch gut los. Erster Schritt für Johanna. Was sagt der Jäger? Ja. A konnte es nicht sein, die kenne ich alle. Ist klar. Natürlich. Lena Gerke, Barbara Mayer. Befürchte, das stimmt sogar. Mhm. Habe ich sogar mal kennengelernt bei einer Quizshow. Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch. Es gibt viele, ich höre das immer wieder, die Sie gerne kennenlernen würden, Herr Klussmann. Überheben Sie sich nicht. Nächste Frage kommt. Wer taucht in den Pippi Langstrumpf-Büchern nicht auf? A. Fräulein Prüselius, B. Herr Nilsson oder C. Tommy und Annika? Wer taucht in den Büchern nicht auf? Das ist eine super Frage. Was nimmst du? Ich habe jetzt Herr Nilsson genommen. Nee, der Affe ist Herr Nilsson, Tommy und Annika. Ja, die sind alle, ja so, aber Prissi. Ja, also, was ist die richtige Antwort? Die Bröselise, genau. Was sagt der Jäger? Shit, ja. Haben Sie nicht von ihr gehört? Aber Sie kennen schon Pippi Langstrumpf. Ja, Pippi Langstrumpf kenne ich, ja. Okay, weiß ja nicht, Sie sind ja ein bisschen jünger, aber. Ja,
Ja. Ging an mir auch vorbei, wie die Märchen, aber gut, das von ist ein B und Drama, C habe ich schon mal gehört. Von wem? Von B und C, von Tommy. Ich habe von Beyoncé verstanden. Ach so, gerade. Frag mich, auch, ja. Wo ist er denn noch bei den Models oder was? Die taucht wirklich nicht im Pippi Langstrumpf aus. Zum Glück. Nächste Frage kommt. Das Wort willkommen wird in der Begrüßung herzlich willkommen verwendet als A. Adjektiv, B. Verb oder C. Substantiv. Herzlich willkommen. Was hast du genommen? Ich habe A genommen. Theoretisch müsste es dann aber vorherzlich stehen. Aber schauen wir mal. Wie vorherzlich? Dass das Adjektiv vor dem Nomen steht. Ach so. Aber willkommen heißen. Was ist die richtige Antwort? Ja, Adjektiv. Gut. Nächster Schritt für Johanna. Es sind nur noch drei. Was sagt der Jäger? Ja, da ist er sicher bei sowas. Kommt weiter runter hier und wir spielen sofort weiter. Nächste Frage. Wo wird mit einem Nationalfeiertag an den Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 erinnert? A. Tunesien, B. Kanada, C. Wallis und Futuna. Was hast du genommen? Hat er auf Frankreich gehofft? Ja, ich auch. War wahrscheinlich zu einfach. Das ist der Schlüssel, ja klar. Ich habe jetzt Kanada. Wegen Was ist die richtige Antwort? Nee, guck mal. Was sagt der Jäger? Jetzt macht er dicht, glaube ich. Ja. Mir gehört zu Kanada. Daher feiern sie auch am gleichen Nationalfeiertag. Hat gewisse Autonomierechte. Okay, immer noch nur noch drei. Ist ja eigentlich völlig egal, was er macht. Nächste Frage. Welche Krankheit gibt es wirklich? A. Holland-Herpes, B. Mallorca-Akne, C. Nordsee-Migräne. Drücken. Was hast du genommen? Ah, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Egal, wenn es das gäbe. Holland, Herbst. Warum wäre das gut? Was ist die richtige Antwort? Hört sich so schön an. Das ist Hitzereaktion, ne? Also Hitzepickel, ne? Ah, was sagt der Jäger? Ich befürchte, Johanna. Ja. Grüße nach Bremen. Danke. Alles Gute. Nicht absteigen aus der Bundesliga und komm mal wieder, bitte. Bruno Femi, komm. So, Olufemi, jetzt ist es so, wie wir es nicht wollten eigentlich. Jetzt ist nur noch Marcel da, 1500. Schade, ich hatte auf Johanna gebaut, ein bisschen. Ja, wäre schön gewesen. Ne? Hängt wenn ein bisschen was an dir jetzt, ne? Der Druck ist groß. Spürst du eigentlich Druck gerade? Also leicht, ist leicht feuchte Hand in das Lächeln. Ja. Mal gucken, ne? Sag mal hier, du hast ja vorhin angesprochen, die Schlag den Raab-Geschichte. Wie lange ist das schon her? Ich musste echt noch mal nachgucken. Ja, Mai 2008. Ist schon ein paar, 2008? Paar Sommer her schon, ja. 2,5 Millionen war das ein Jackpot dann wahrscheinlich, genau, ne? Nach ein paar Sendungen. Genau. Spitze. So, dann lass uns mal losspielen jetzt hier. Eine Minute für dich und die Zeit startet jetzt. In welchem Bundesland befindet sich der nördlichste Punkt Deutschlands? Schleswig-Holstein. Wie nennt man die Zeit kurz vor dem Sonnenaufgang und kurz nach dem Sonnenuntergang? Dämmerung. Ja, welcher Bela moderierte 2016 Spiele bei der UEFA Fußball-EM? Kommentierte sie. Ja, wer von Schneeweißchen und Rosenrot war stiller und sanfter als die andere? Weiter. Schneeweißchen. Das Logo des Meißner Porzellans zeigt seit 1723 zwei gekreuzte Messer. Schwerter. In welchem Film spielt David Bowie einen Außerirdischen, auf dessen Planeten Wassermangel herrscht? Weiter. Der Mann, der vom Himmel fiel. Welche Jennifer war mit Vince Vaughn liiert? Aniston. Ja, in welchem Motorsport hat Maurice Trintignant 1955 als erster Franzose einen Grand Prix gewonnen? Formel 1. Was für ein Landsmann ist der Modedesigner Tom Ford? Engländer. Amerikaner. Wie nennt man ein sportliches Auto sowie einen nackten Fan, der aufs Fußballfeld rennt? Blitzer. Wie heißt das in Haaren sowie Finger- und Fußnägeln enthaltene Faserprotein? Kreatin. Keratin. Welcher Ozean wird manchmal auch Indik genannt? Der Atlantik. Indische. Welche Stadt bildet das Handels- und Finanzzentrum Frankreichs? Paris. Ja, Paris kam, glaube ich. Wir sind bei 4.000. Ich befürchte, es wird gleich noch mal 500 abgezogen, weil du hast, glaube ich, Kreatin gesagt, ne? Ja, wahrscheinlich. Nicht Keratin, ne? Ja, ich glaube, es war. Also dann wir richten uns mal auf 3,5 lieber ein. Aber starke Runde, sehr gut. Und hier kommt der Jäger. Guck einfach, was kommt jetzt. Also. So, Herr Klussmann, letztes Einzelduell. Es wird ein Zweierfinale geben. Ich hoffe es. Und hier steht ein Mann, der schon mal unter größtem Druck
reüssiert hat. Olufemi, Sebastian Klussmann. Wir spielen mal los. 3.500 Euro in der Tat ist nochmal gerade signalisiert worden, dass Keratin nicht Kreatin ist, überraschenderweise. Was machen Sie draus? Ich mache es kurz, das wird nicht für Sie in Frage kommen. 1.500 Euro. So, ja. Und du? 2,5 Millionen kann ich leider nicht bieten. Warum eigentlich nicht? Warum nicht? Ja. Ja, wenn Sie den Rest noch raufpacken, gerne. Zu was denn? Ich biete 50.000. Oh ja. Also ich glaube, ihn brauchst du nicht anzuschauen. Weil wenn er sagt, wenn ich schon teilen muss, dann bringen wir wenigstens das Geld jetzt. Ja, also da ich muss ja was... Lasst meinen Kandidaten in Ruhe. Also wenn ich das richtig den Blick richtig gedeutet habe, muss ich was zur Party mitbringen, wenn ich mich da hinten mit dazusetzen möchte. Und ja, dann gehen wir all in und ich zocke. Okay. So, dann haben wir jetzt noch mal, ein Sendungshighlight hier. Auf die Plätze, fertig, los, die Jagd beginnt. Hol dir die Kohle, ja? Welcher Verein ging als erster deutscher Fußballverein an die Börse? Bayern München, der VfL Wolfsburg oder Borussia Dortmund? Bist du Fußball interessiert? Ja, ne? Durchaus, ja, ja, doch. Und jetzt hoffentlich mit Borussia Dortmund die erste Frage genommen. Hast du? Ja. Ja, gut. Was ist die richtige Antwort? Der BVB, ja. Was sagt der Jäger? Ja. Das war für euch beide zum Aufwärmen. Und jetzt geht's weiter. Nächste Frage. Das geht in die richtige Richtung hier, Olufemi. Ja. Zu welchem Anlass ertönte in der BRD erstmals offiziell die Nationalhymne der DDR? A. Honecker-Besuch, B. Olympische Spiele oder C. Fußball-WM? Okay, ich weiß jetzt nicht, wann der Honecker-Besuch war, aber Olympia war vor der WM. Ja, so habe ich es mir hast du Honecker-Besuch genommen? Honecker-Besuch habe ich nicht genommen. Ich fürchte fast auch, ich hoffe inständig, dass der nach 72 war. 72 gab es Olympische Spiele in München. Genau. Und da hat bestimmt auch mal ein DDR-Athlet, doch, da hat sicher auch ein DDR-Athlet auch mal eine Goldmedaille gewonnen. Das wäre jetzt meine Hoffnung. Also B? Ja. B. Stark. Ich glaube, ja. Was ist richtig? Nee, ist super. Ist genau richtig. So, es läuft, Marcel. Noch nicht entspannen da hinten. Aber wir spielen das hier. Ja, das ist egal, was er sagt. Du bringst das jetzt heim. Was sagt der Jäger? Ja. Ja, aber da muss man erst mal überlegen. Ja, also ne? Es war eine tolle Frage. Finde ich auch. Auf verschiedenen Ebenen muss man nachdenken. Fand ich auch. So, nächste Frage. Wieder so eine tolle, bitte. Ja, die ist super. Welche Comicfigur liebt Bölkstoff? A. Obelix, B. Werner oder C. Batman? Du bist Hamburger? Ja. Schleswig-Holstein zur Schule gegangen und aufgewachsen mit Brösels Comics tatsächlich auch. Röttger Feldmann, Brösel, also B. Werner, Beinhardt wie ein Rocker. Was ist die richtige Antwort? Ja. Es war aber schön. Wir rallen sie über Berg und Tal. Stoppen kann uns nur ein Begrenzungsfall. Döngel, Döngel, Döngel. Kennen Sie Torfrock? Ja. Okay. Dann wissen Sie ja, was uns gerade so freut. Was sagt der Jäger? Ja, klar. Werner. Ich habe nur die Filme, muss ich sagen. Bitte? Ich habe nur die Filme gesehen und nur die Hälfte verstanden. Als Achtjähriger oder so. Ja, okay, das kann ich sagen. Nächste Frage. Wer schrieb die Ballade Nothing Compares to You, mit der Sinéad O'Connor 1990 einen weltweiten Hit hatte? A. Michael Jackson, B. Stevie Wonder oder C. Prince? It's been 7,015 days. Kennen Sie doch? Ich fange gleich an zu weinen. Naja, war jetzt nicht mein Bestes so. Da war schon ganz nah dran am Original. Ach, du Arsch. Was hast du genommen? C. Prinz. Ja, was ist die richtige Antwort? Ich klang eher wie ein Erkälte der Stevie Wonder, aber Prinz ist gut. Nur noch zwei, aber das ist zum ersten Mal hätte ich das Gefühl, seit 5 Jahren, ich hätte das Ding auch runterspielen können gerade. Was sagt der Jäger? Ja, ja, ja. Noch zwei. Es ist noch überhaupt nichts entschieden, aber es sieht natürlich deutlich besser aus hier als vorher. Was kriegen wir jetzt?
In welcher Disziplin gewann Dick Fosbury mit einer für seine Sportart neuen Technik 1968 olympisches Gold? Hochsprung, Weitsprung, Stabhochsprung. Keine Fehler jetzt. Boah. Es läuft aber hier möglicherweise. Was hast du genommen? Ah, Hochsprung. Fosbury Flop. Fosbury Flop. Mit dem Rücken. Genau. Über die Latte. Kopf zuerst. Kopf genau. Zuerst. Was ist die richtige Antwort? Letzte Stufe, Olufemi. Drittletzte Stufe, sicherlich auch der Jäger. Aber das ist. Machen wir es jetzt. Ja, mit dieser Frage gehen wir hoffentlich jetzt ins Finale und dann spielen wir um 51,5. Welches japanische Wort bezeichnet den schurzähnlichen Gürtel von Sumo-Ringern? A. Mawashi, B. Teriyaki, C. Arigatou. Warum sind Sie so sauer gerade? Bei den Antwortmöglichkeiten. Teriyaki ist... Also kennen Sie wohl Arigato. Domo Arigato-san. Domo Arigato. Domo Arigato. Domo Arigato. Ja? Wunderschönes Duell. Kann ich helfen? Nein, es geht. Hast du es richtig gehört? Ich hoffe. Also Teriyaki habe ich ausgeschlossen. Das, ja, das ist Chicken. Also genau, gibt es meistens eher als Tellergericht mit Reis. Und Mawashi ist Mawashi. Mawashi wäre für mich jetzt nach dem Ausschussprinzip das Naheliegendste gewesen. Sag von seinen Söhnen mal wieder Washi. Mawashi, ne? Genau. Ach so, du hast jetzt. Ach so, weil Arigatou? Arigatou wäre für mich jetzt. Ich glaube, Domo Arigato ist irgendwie so viel. Domo Arigato Gosemasu. Herzlichen Dank für dieses Duell. Mawashi ist. Aber mir klappt das irgendwie immer nicht. Lösen Sie jetzt auf? Ja, gerne. Also lösen Sie Ihre eigene Niederlage auf. Was ist die richtige Antwort? Finale! Sensationell! 51,5! Wir haben ein richtiges Brett im Finale. Olufemi und Marcel. Finalzeit bei Gefragtjagd. Das war lange Zeit sehr niedrigpreisig hier heute. Und dann kam Olufemi, sagt, klar zocke ich. Und jetzt stehen hier 51.500 Euro. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir sie euch geben. Volle Konzentration jetzt auf die kommenden 2 Minuten. Ihr habt erstmal 2 Minuten Vorsprung, zwei Punkte Vorsprung. Die habt ihr euch ins Finale mit reingebracht. Und jetzt kriegt ihr euren Fragenumschlag, den ihr ausgesucht habt vor der Sendung, 2 Minuten lang. Buzzern für die Antworten, auch für weiter bitte. Marcel, machst du? Oder einer muss die Verantwortung nehmen. Ich löse nichts auf, damit ihr die volle Zeit zur Verfügung habt. Alle Fragen und Antworten können Sie nach der Sendung sofort im Internet anschauen. Und das ist die Vorrede. Jetzt geht's los. 51.500 sollt ihr euch bitte holen mit dem großen Vorsprung. Jetzt die Zeit startet. Der Mond welches Planeten unseres Sonnensystems trägt keinen weiteren Namen? Erde. Im Stil des Neoklassizismus baute man zu Beginn welches Jahrhunderts? Weiter. Von welchem Frank stammt der Song Broken Hearts Are For Assholes? Im Sinatra. In welchem Land liegt die heilige Stadt Qom? Weiter. Wie heißt ein Schaf im ersten Lebensjahr? Lamm. Was ist die Amtssprache auf der Insel Patmos? Griechisch. Welche Hollywood-Größe spielte in Man lernt nie aus die Rolle des 70-jährigen Witwers Ben Whittaker? Weiter. Welcher Franzose entdeckte 1835 eine nach ihm benannte Trägheitskraft? Weiter. In welchem Monat fällt die 4. Kalenderwoche des Jahres? Februar. Bei welchem Sportdachverband ist Reinhard Grindel seit April 2016 Präsident? DFB. Welcher einzige Bundesverfassungsrichter propagierte eine Einheitssteuer für Deutschland? Weiter. An welchem Kalendertag gedenken griechisch-orthodoxe Christen dem heiligen Silvester? 5. Januar. Was der Bauer nicht kennt, das? Frisst er nicht. Womit sind die an der Decke schwebenden Ballons auf Kindergeburtstagen gefüllt? Helium. Aus welchem Land kommt eine Weinflasche mit der Qualitätsbezeichnung AOP? Weiter. Eine Oper von Hans-Werner Henze und Ingeborg Bachmann heißt Der Prinz von? Weiter. Um welchen berühmten Komponisten geht es im Hollywood-Film Amadeus hauptsächlich? Mozart. Welches andere Wort für einen Betrug benennt auch einen Taumel? Weiter. Wessen Gitarrenspiel prägte die Musik der Band Dire Straits? Weiter. Welche deutsch-schweizerische Künstlerin wurde durch eine pelzbesetzte Frühstückstasse bekannt? Weiter. Welcher Finger ist der direkte Nachbar des Daumens? Zeigefinger. Welche Erfolgsserie mit David Duchovny geht 2016 nach 13 Jahren Pause in die 10. Staffel? Wie heißt der Hauptstern des Sternbildes Leier? Weiter. Welchen Namen gab sich der Arzt und Chemiker Theophrastus Bombastus Philippus Aureolus von Hohenheim? Weiter. Wie viele Vokalbuchstaben folgen im Wort Bauaufsicht nach dem B direkt aufeinander? 4. In welchem heutigen baltischen Land wurde... Die 4 kamen noch, aber es sind nur 11. Ah.
Das war aber auch ganz mieses total Ding hier, muss ich sagen. Ein paar sind, glaube ich, liegen geblieben irgendwie, wenn wir uns das nachher nochmal angucken. 11 ist jetzt also schwer, glaube ich. Das machen sie eigentlich, aber wer weiß, vielleicht passiert ihm was. Wir hoffen drauf und sind gleich zurück, wenn die Entscheidung fällt hier. Bei Gefragt Gejagt. Finale Teil 2. Wir sind zurück bei Gefragt Gejagt. Die Entscheidung fällt jetzt. Olofem und Marcel spielen um eine tolle Summe, 51,5. Aber es ist jetzt nur eine 11 geworden im Finale. Wir müssen gucken und auch ein bisschen hoffen und sind ziemlich abhängig jetzt von Sebastian Klussmann. Zum letzten Mal heute Abend. Hier kommt der Jäger. Klussmann, letzte Jagd. Ich hätte ja auch gerne mal so eine 21, wo ich Ihnen nicht die Favoritenrolle reinsingen muss. Aber jetzt sind Sie ja sowas von Favorit. Also wenn Sie das nicht schaffen, ne? Das wie war das nochmal mit den Pferden vor der Apotheke? Ja, kenne ich nicht. Also das, das kennen Sie wieder nicht. Was würden denn die anderen Jäger sagen, wenn Sie das Ding jetzt nicht... Aber wissen Sie, in Kroatien wurden mal 5 nicht erreicht. Also insofern bin ich da ganz entspannt. Und Sie wissen das ja auch, die Sets fallen unterschiedlich schwer aus. Und ich kriege jetzt ein ähnlich schweres Set. Und das war schon richtig hart. Ja, fand ich auch gerade. Um es mit Paracelsus bombastisch schwer zu sagen. Das war Paracelsus. Ja, irgendwo, ja. Gut, konzentrieren Sie sich noch einen Moment. Stopper. Wir wollen ja Fairness walten lassen. Trotzdem sind Sie Favorit. Und für euch ist natürlich klar, wenn er patzt, müsst ihr da sein. Vor allem bei der Punktzahl setzt ihn dann zurück, ne? Damit ihr da möglicherweise das ausnutzen könnt. Sind Sie bereit, Herr Klussmann? Ich bin bereit. Zum letzten Mal heute Abend, die Jagd beginnt. Der Jäger ist Sebastian Klussmann heute Abend, der Besserwisser. Er braucht 11 richtige Antworten, hat 2 Minuten und seine Zeit startet jetzt. Wie heißt der einzige Himmelskörper, der je von Menschen besucht wurde? Mond. In welchem Jahrhundert wurde die Freiheitsstatue in den USA aufgestellt? Im 19. Welche Roberta sang 1973 Killing Me Softly with... Welche Stadt ist zugleich Luther- und Zwingli-Stadt? Ach, passe. Stopp die Uhr. Erste Chance. Berg oder Wittenberg? Lutherstadt Wittenberg. Wittenberg. Brauch jetzt eine Antwort? Wittenberg. Marburg. 1,40, glatt für 8. Geht weiter? Ja. Zeit startet jetzt. Womit füttern Schafe ihre Jungen? Mit Gas. Stopp die Uhr. Milch. Die Jungen. Die Schafe Milch. Milch, Milch. Ja, gut, Milch. Sie brauchen noch 9. Herr Klussmann, die Zeit startet jetzt. Was ist die Amtssprache in Ägypten? Arabisch. In welchem Film von Christopher Nolan muss sich Leonard Shelby immer daran erinnern, dass er sich nicht erinnern kann? Welches äußerst seltene Metall entdeckte die Physikerin Marguerite Perret 1939? Gallium. Stopp die Uhr. Viridium. Francium. 1,21. Die Zeit startet jetzt. Wie viele Tage hat der April? 30. Welcher serbische Tennisspieler wurde Ende 2013... Djokovic. Welche Familie baute im Auftrag des deutschen Kaisers das erste Reichspostsystem auf? Tontaxis. An welchem Kalendertag feiern die orthodoxen Kirchen die Beschneidung Christi? 25. Stopp die Uhr. Also nicht. 26. Dezember. 1. Januar, an Neujahr. 1,02 für 4 und die Zeit startet jetzt. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Welcher poröse, stark kohlenstoffhaltige Brennstoff heißt wie der Spitzname für Kokain? Koks. Auf Weinflaschen welches Landes findet man die Qualitätsbezeichnung DOC? Frankreich. Stopp die Uhr. Deutschland. Italien. Boah, Leute, wenn die kommen, nutzt sie. Na, 49 Sekunden noch, aber Sie brauchen noch 2. Die Zeit startet jetzt. Aus welcher Oper von Verdi stammt die Arie Bella Figlia dell'Amore? Passe. Stopp! Sagt mir eine Verdi-Oper. Dolce Calce, keine. Rigoletto. 43 Sekunden für 2. Die Zeit startet jetzt. Mit welcher Waffe wird Marion Crane in Hitchcocks Psycho unter der Dusche ermordet? Mit so einem Messer. Wie nennt man einen schräg hervorragenden oberen Schneidezahn und auch einen gierigen Menschen?
Schlafzahn. Ja, damit sind wir durch bei genau 30 Sekunden. Ich hatte so ein bisschen Hoffnung zwischendurch, aber hey, es hat echt Spaß gemacht. Danke für Olufemi, spannendes Duell. Marcel für einen guten Auftakt, kommt gut heim. Und das war gefragt, die Jagd für heute. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn die Jagd wieder beginnt. Tschüss, guten Abend. Gut.